Und damit sage ich dann erstmal Alia, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Wieder zuvor der King. Mit dem Chaos-Kameraden hier. Akai ist heute nicht dabei, weil der heute was anderes vorhat. Ich übernehme einfach heute seinen Part. Und wir werden heute wieder epische Abenteuer erleben. Kai, was ist dein Plan? Guck gerade, was wir überhaupt machen müssen. Der da, der ist da unten. Müssen Da ist beides dieser da. machen. Die Schatztruhe wollten wir holen. Da hat der Kai eine Schatzkarte gestern, letztes Mal gekauft. Gestern war es ja nicht. Genau. Ich musste mich nur erstmal orientieren, wo ich denn hin soll. Also ja, Akaya ist heute nicht dabei, weil er halt ein anderes Spiel geplant hatte und Sunny konnte an keinem anderen Tag, deswegen machen wir heute. Da wollte ich unbedingt hin, genau, zu dem Grab. Ich kann es nicht Das verlangt inspizieren. Intelligenz. Akaya ist nicht intelligent. Ja, das weiß ich auch schon. Das ist nichts Neues. Ich sag nur Golem. Ja. Ihr habt mich Hat auch auch noch eben schon. beide noch mal darauf angeschrieben, dass ihr die Aktion echt kacke fand. War auch Kacke. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wird auf ewig ein Running Gag bleiben, oder? Das, Ach, was ein Kai, Running Gag lehn bleiben dich wird, doch ist mal das mit dem quer. Bogen und dem Stuhl. Beides. Beides. Ich gehe schon mal die Schatztruhe holen. Mach das. Was haben wir denn hier? Mimik, Mimik, Mimik. Geld? Nee, das ist ja eine Schatzkarte gewesen. Ach ja, stimmt. 26 ausweichen, das wird doch bestimmt Akaya haben. Die hat Akaya zum Beispiel schon. Aber die Ah, die Reflexion sind ist aber ganz für mich auch gut. eine Verbesserung. Ja. Ein Großbogen. Ja, wenn ich mal Du Schaden drücken will. machst safe 10 Damage, was ziemlich gut ist. Ich und Kai hängen. Nee, Kai hängt am meisten hinterher. Ich lasse dir mal den Stein hin da. Ich stelle mich mal hier hin, falls Sunny danach direkt einen Krieg anfangen will. Und ist dann jetzt erstmal ein Gottesbad, weil ich fast am Sterben bin. Sunny hat übrigens noch alles mitbekommen, was wir nachdem er weg war, gemacht hatten mit ihm. Spukventile, die Schickst volle alte Windmühle. Das ist was für Merkwürdigkeiten. mich, aber ich glaube, du kannst das Ja, nicht aber skippen. ich Oder? kann's. Kann ich's? Doch, Hm? du kannst Doch, es ich kann gleich es drücken, dann tippen. mache ich das nächste Runde. Ein frischer Erdhügel und eine schlichte Markierung dienen als düstere Erinnerung. Für den Gegenstand, den du gerade erhalten hast. Du hast was für Kai gefunden. Chaosschlag, Chaosstich, Riposte. Okay. Kai? Nett. Du Ja, willst mach was Chaos dran. verbreiten? Hier machen wir mal den Timberwolf, würde ich sagen. Du schaffst keinen Hinterhalt. Jetzt schaffst du ihn, denn aber wollen wir nicht alle drei lieber mitnehmen? Ja, eigentlich schon. Da ist jetzt nichts wirklich Gefährliches mit dabei, was uns irgendwie stören würde, groß. Naja, ich würde mich schon auf die Viper konzentrieren, weil die eventuell vergiften kann. Ja, gut. Naja, was heißt konzentrieren, ne? Könnt ihr ja machen. Ich werde gucken, dass ich den Wolf rausnehme. Entschuldigung, die Python. Hier ist eine Schlange, ist egal. Brennt! Nein, die Schlangenkunden meckern sonst. Ich wollte gerade sagen, Todesstrahl brauchst du jetzt nicht abfeuern. Nee, das ist Bei der unnötig. Python könntest du aber. Du Ja, hast aber immer noch brennt! 7 magische Verteidigung. Brennt Würdest du denn meine hier übernehmen? Schlangen! Wow. Niedlich. No, die ist immun gegen Feuer. Ja, das ist eine Hexe. Dann geht ihr mal auf die Hexe. Ich guck, dass ich die Schlange rausnehme. Bin ja sowieso nicht Brauchen dabei. wir gar nicht. Wir können auch beide gehen. Und tschüss. Dann feuer mal deinen Strahl auf Doom ab.
Okay, das sollte killen. Tot. Ja, 49 Damage, das ist doch krank. Die sehen so friedlich aus, wenn sie liegen. Plus 2 wieder Immunität gegen Schock. Ja, hauptsächlich Zeug zum Verkaufen. Jo. Ist immer noch crazy, bis zu 70 Damage. So. Warte, gib mir ruhig doch schon mal das Schwert für Kai rüber, dann laufe ich ihm entgegen. Es regnet nicht mehr. Ich kann mich jetzt auch wieder schneller bewegen. Aber ich kann ja dir entgegenkommen. Stimmt, ich hab noch einen Du Feuerschutz bist für Kai. ja vor mir dran. Du läufst in meine Richtung, ich komme dir entgegen und gebe es dir dann. Ich lasse ihn das mal machen. Die alte Windmühle steckt voller Merkwürdigkeiten. Aus ihr dringen seltsame Geräusche. Okay. Ich investiere mal ein, damit ich schon mal die Chance weniger ist, dass wir die Erfahrung abgezogen bekommen. Oder ich kann noch einen investieren, dann kriegen wir safe alle 91 EP. Ich will Bist die du bei mir Chance, jetzt ich dabei? würde diese kleine Chance lassen, dass wir auch einen Gegenstand bekommen können. Vielleicht ist es ja ein guter. Du hast jetzt gerade gar keinen investiert. Hat doch trotzdem funktioniert. Ich wette mit dir, hätte Akai das gemacht, hätte es nicht funktioniert. Weil Wahrscheinlich. der hat die was 5% Vermieter bekommen. Ach, da ist eine Stadt. Lass mal gucken, was dort abgeht. Kann ich auch mal wegen der Quest gucken. Ja, das zuallererst. Ausreduktion. Eine Saphirkeule für Kai. Kann aber zerbrechen. Er hat den Stuhl 200 Gold. 20 Folgen durchbekommen. Gefühlt. Ich würde das Gold nehmen, um ehrlich zu sein. Ich würde tatsächlich sogar die Chaos-Reduktion nehmen, weil wir gleich sogar Denke das zweite Chaos-Level drauf kriegen. ja, ich wäre auch fürs Stimmt. Chaos. Stimmt, das ist ja auch noch ein Ding. Guck mal, das kommt uns ja auch sogar noch entgegen. Ja, okay. Was hat denn der Markt hier zum im Verkauf? Nur oh, eine gute Wissenspfeife. Oh. Königliche Keule, ein Langschwert. Grimoire des Wassers? Und ein. Läutern? Ja, dann machst du wahrscheinlich Statuseffekte wie Gift und so weiter weg. Oh, das wäre per se eigentlich nicht verkehrt. Aber ich habe gerade keine Kohle dafür. Ich weiß, dass Akaya ja niemals was für uns ausgeben würde. Ne, würde er auch nicht. Deswegen mache ich's. Das war so klar. Muss da ja auch mal ein bisschen entgegenwirken. Es war so klar, dass du das jetzt tust. Natürlich. Die schaffen wir zu dritt. Wir könnten auch auf unseren vierten Mann warten, so ist es nicht. Nö, der fährt Ego-Trip, dann fahre ich auch Ego-Trip. Da kriegt er, glaube ich, auch keine EP, ne? Nee. Okay, da werde ich richtig viel Work machen können. Ja, zumindest die beiden gepanzerten in der Frontreihe. Ja. Um die musst du dich kümmern. Das sollte kein Problem sein. Ich mache einfach Todesstrahl. Feuer. Gar nicht einer weicht aus. Damage. Das gefällt mir da gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, Kai ist ein bisschen weit von dir weg. Ich bewege mich ja gleich schon. Mit Explosion kannst du beide angreifen, macht auch gut Damage. Ich habe Explosion halt nur den. Nee, Ah ne, Explosion ist ein ich hab Radiusangriff. drei. Todesstrahl hat auch Radius. Wenn du dasselbe nochmal auf den anderen gleich machst, kannst du eventuell sogar beide killen. Autsch! Okay, der hat einfach richtig verkackt. Dass es überhaupt trifft, dass du das nicht einfach blockst. Er hat mehr Schaden kassiert, als er ausgeteilt hat. Ja. Ja, ein Treffen, Junge. Kai kann endlich mit richtigen Waffen kämpfen. Könnt wir den machen. Hast du doch. Aber der Stuhl der Macht.
Der Stuhl war die Meta für eine Zeit lang. Ich bin. Ich beschütze dich mal so lang. Das nutzt nichts, solange du kein Schild reißt. So, mit der Explosion solltest du jetzt eigentlich die beiden safe recken, wenn du auf den rechten ziehst. Zumindest wenn deiner gut durchgeht. Ich würde mich zu Kai bewegen, vielleicht bewegt er sich auch in deine Richtung. Das Ding ist, wenn ich jetzt auf den ziele, kill ich auf jeden Fall die beiden. Ich, also den Magneten und ja, den aber die, haben, die beiden vorderen, die haben beide Panzerung. Die da hinten nicht. Und 20. Ja, guck mal, hast beide umgebracht. Ja, sehr schön. Dann schaltet ihr die Schützen aus. Autsch. Unser Tank. Hacken, du machst Safe Damage. Vielleicht schaffe ich es ja auch ich endlich mal gleich zu treffen. Dann bring ich die. Ey, oh ja, wenn er nicht ausreicht. Sauhund. Einer von den beiden wird doch safe irgendwo anders hinwandern. Du denkst auch, das rettet dich. Au! Ich weiche aus und dadurch trifft's dich. Das kriegst du zurück. Hallo? Der hatte, oh, ist den, was war das denn schon wieder für ein Overkill? Also das andere, das sie dir schenken können. Ich nicht weiß. Hier das Boosten. Ich weiß. Oh, das ist für den Tank. Geld für alle! Ja! Angriff erhöht! Meins. Großer, großer Mann. Artefakt! Hier, Kai für dich. Ein großer, großer Mann. Alter! Einfach eine Smaragdwaffe. Vor allem unsere erste rote Waffe. Links ist die Statue. Was ist das Kartending? Verschlagener Zauberer, ein zerlumpter Mann mit wildem Blick erscheint plötzlich. Ich habe ein Spiel für dich, Reisender. Kannst nicht wegdrücken. Man hört viele Geschichten über einen ähnlich aussehenden Mann, der schon vor über 20 Jahren Reisende drangsaliert hat. Du kannst Max-Fotos bekommen, Auffüllung des Fokus, weil Lust des Fokus oder du verlierst eine Runde. Ansonsten passiert nichts. Wenn du 3 oder 4 würfelst, hast du quasi. Kannst du investieren? Keine Änderung, wenn du Fokus investierst. Nee, ich kann keinen Fokus machen. Dann beten. Du musst beten. Nichts. Okay, nichts. Zumindest nichts Negatives, aber auch nichts Positives. Das ist eine Talentsache, das ist für Sunny. Negatives kriegst. Was sind das da oben? Kartenspiel. Kartenspiel. Das ist, das ist gar nicht für mich, oder? Doch, ne, du bist Magier. Bei dir ist Talent höher als bei uns. Ja. Ein Falschspieler beäugt dich unter in seinem Huthand. Falls du Münzen hast, habe ich eine sehr interessante Wette für dich. Okay, entweder du kriegst viel Geld oder verlierst viel Geld. Ja. Du hast keinen Fokus. Okay. Bin ich vollkommen fein mit. Das ist Ginseng, du hast kein Fokus-Ding. Nee, ich überlegte gerade, ob ich mir den Gottesband nehmen soll. Dann huldige ich jetzt mal dem Steinhelden. Du kannst Tribut leisten. Boom. Voller Fokus, ja, den hat ihr sowieso schon. Lauf ich jetzt mal hier rund. Oh, eine Überraschung. Ein altes Land. Lagerhaus. Da riechst du mal vor. Ein altes Landhaus, das schon bessere Tage gesehen hat. Es scheint zu nichts mehr zu gebrauchen. Geheimnisvolle Mitmachsache ist viel vorhanden. Also einen Fokus würde ich an deiner Stelle investieren. Wir wissen ja nicht, was der Rest ist.
könntest safe auf die Schatztruhe gehen. Das ist bestimmt was Wertvolles drin. Eine Heilung von Gegenständen, der Rest wäre Schaden gewesen. Du hast was für Sunny wieder gefunden. Hast du dich sogar schon denselben? Ich glaube, ich habe sogar einen besseren, oder? Den haben wir doch eben erst gefunden. Schattenklinge. Tatsächlich ist das eine Waffe für mich oder Akaria? Stimmt, ihr habt Ausweichen oder was das ist, ne? Geschwindigkeit. Nee, Tempo ist das, Tempo. Ja. Ja, Kai, wie viel Heimer willst du haben? Den hast du in besser! Den hast du in besser! Den haben wir auf jeden Fall in besser eben gefunden. Aber hey, es ist Geld. Geld ist Geld. Money, money. Na, wie mit Ami. Ein schöner Tag. Dann geben wir das Ticket mal aus. Möchtest du ein Jahrmarktsticket benutzen, um den dunklen Jahrmarkt zu besuchen? Ich überlege, ob man das vielleicht doch eher einem von uns geben sollte. Wir suchen zum ersten Mal den dunklen Jahrmarkt. Nächtlicher Rummel. Okay, wir haben den Tunnel der Liebe, das Geisterhaus oder den Geisterstreichelzoo. Neuer Begleiter? Streichelzoo? Streichelzoo! Streichelzoo. Gruppen-EP? Verlust vom Begleiter in Gruppe. Wir haben keinen Begleiter in der Gruppe. Unbekanntes Ereignis. Ich glaube, dann gucken wir eher auf einen neuen Begleiter. Egal was passiert, wir kriegen einen neuen Begleiter. Ja. Ich glaube, wir haben das Schlechteste bekommen, was wir kriegen konnten. Er hängt in Seele. Ich sehne mich nach meinem früheren Körper, aber vielleicht wird deiner mein nächster. Wo ist der jetzt? Er hängt in Seele ist deiner Gruppe beigetreten. Ist er jetzt einfach. Ich glaube, den sehen wir nur im Kampf. Könnten es testen. Ah, da! Ja, aber auch nur, wenn Akaya an Zug ist. Könnt ihr mal testen, was der kann? Oder das Fresser. Wir sind jetzt ein Trupp von 5 Leuten. Also 4 Leute und einer untoten Person. Wow. Ich habe meine Bonusrunde gut genutzt. Ich versuche ihn extra zu leben. So. Ausgewichen, bevor es was getan hat. Dann halt Feuer! Irgendwie scheißt der Erste immer rein. Macht diese Seele irgendwie... Die Seele auch nicht. Sag mal, für was bist du Nütze? Ich glaube, der soll einfach nur tanken. Ja, ich glaube auch. Autsch. Ach, jetzt klappt. Ich denke, jeder andere Begleiter wäre besser gewesen, weil die wahrscheinlich auch was machen. Naja, er ist da zum Tanken. Jo. Du hast da eine Lichtung, die auf dich wartet. Eine friedliche Lichtung, das wäre ein guter Ort, um dich hinzusetzen und deine Gedanken von Sorgen zu befreien. Du könntest dadurch einen ganzen Fokus kriegen, was du auch tust. Okay. Du hattest so oder so nichts zu verlieren. Nö, nicht wirklich. Ich hatte nur einen Fokus, das ist sowas von egal gewesen. Überraschung, schon wieder der Zauberer. Gruppen-EP nicht, ein zufälliger Fluch oder EP-Verlust? Ach du Kacke. Okay, plus 137 EP. Das ist fein. Oh. Kräuterbeete. Geh mal ein paar Kräuter sammeln. Du befindest dich auf einer grünen Lichtung, auf der viele nützliche Pflanzen wachsen. Du solltest am besten deinen Vorrat aufstocken. Ja, höchstwahrscheinlich kriege ich ein Kraut. Jo. Ja, ein Ginseng. Ja, ein Ginseng. Ja, dann kannst du dich ja noch hochheilen, dann kriegst du ja sogar noch einmal Fokus zurück. Das war der Plan. Und wenn das jetzt ein Dungeon ist, dann ziehen wir dich ja so oder so mit rein.
Aber ihr kommt auch nicht voran, ne? Ja, hier regnet es auch und wir sind in einem Sumpf. Ja, das stimmt. Du kommst nicht an ich den Punkt. Ich muss den dämlichen Vogel verdreschen. Den ja, schaffst du. Ich versuch erst gar keinen Hinterhalt. Ohne. Ja, okay, diese Wachsamkeit kannst du das nicht schaffen. Kein Problem. Du musst ihn aber treffen. Verdammt. Dodge der? Gee. Ja, diesen Typen, die perfekt ausweichen, sind halt ultra nervig. Naja, er muss nicht treffen. Er kann ihn auch einfach achtmal sich schauen lassen. Ja, das Problem ist jetzt gerade, Kai hat Schock. Das ist sehr schlecht. Du kannst nicht treffen, Kai. Du kannst nur provozieren machen. Oder sich selbst schützen. Weil du brauchst im Treffen ja alles. Dann geh eher in die Hinterreihe und guck, dass du fliehst. Warte mal, treffen die Bomben eventuell trotzdem? Die brauchen ja nur eins. Probier mal eine Bombe aus. Ja, dann werden die schlechte. Nee, dem weicht ja auf der Mord. Okay. Hätte ja sein können. Kann ich mich nicht bewegen. Der Schock ist echt nervig. Mhm. Nee, sich selbst schützen kannst du nicht. Der Schock blockiert das. Oh Mann. Nee, musst ein Ginseng fressen. Sonst kannst du nicht angreifen. Du kannst dich jetzt gerade bewegen. Du könntest also nach hinten gehen. Und theoretisch gleich in die nächste Runde fliehen. Wobei diese Runde kannst du noch fliehen. Wieso fliehen? Mehr Vogel verdreschen. Das Problem ist einfach, er gibt ihm die ganze Zeit, wenn er ihm die ganze Zeit Schock wiedergibt. Kai, mach das. Guck, dass du ihn zum Bluten bringst. Das ist, glaube ich, das Beste. Jetzt greift nämlich er wieder an. Ja, er hat reflektieren. Oh Mann. Reflektieren. Durch reflektieren ist doch alles halb so schlimm. Ja, okay, stimmt. Dämlicher Vogel, ey. Ja, das ist wirklich ein dämlicher Vogel. Allein ist der echt zum Kotzen. Naja, du hast halt eine Stadt, wo du dich instant heilen kannst. Dann könntest du auch endlich den Fluch loswerden. Ja, das Maislabyrinth ist eher was für mich oder Akaya. Oder willst du deine neue Wahrnehmung auf die Probe stellen? Probier das jetzt einfach. Die Wände dieses seltsamen Labyrinths bilden 2,5 Meter hohe Maispflanzen. Ja. Bewegung ist sowieso egal. Und Aussetzen macht sowieso nichts, wenn wir eh gleich in den Dungeon gehen, oder wird das mit in den Dungeon überzogen? Das weiß ich nicht. Ich meine nicht. Also ich würde einen Fokus sonst investieren und dann bist du ja safe bei den guten Sachen eventuell. Außerdem die Bewegung ist ja nur, dass du dann nicht weiterlaufen kannst, hättest du so oder so nicht. Ja, ich hätte sowieso nicht mehr weiterlaufen können. Ja. Also jetzt nicht weiter das tragisch. Das ist vollkommen okay. Na dann ziehe ich uns mal. Wir gehen ja sogar zu 5 rein. Kaudert es vor diesen Untoten tun nicht gut. Ich will, dass sie verschwinden. Oder wird der Geist nicht mitgenommen? Sollte er eigentlich. Geist, Ratte, Ghoul. Dieser Geist soll irgendwas tun. Okay, da schon mal getroffen. Vom Prinzip her nimmt der Geist bisher nur einen Platz weg. Jo. Und damit fallen die Ratte und der rote Geist schon mal in die weg. Dein Held, ne? Ach, komm schon!
Hängte Seele tu irgendwas. Ist er zu irgendwas nütze? Kai, kannst du diese Seele verdreschen? Probier doch mal deinen neuen Hammer aus. Er macht bestimmt Großen Damage. Bodenklopper. Vor allem dieser Hol schnell den Bodenklopper scheint Bodenklopper. ein Gruppenangriff zu sein. Großhammer. Jetzt verliert Sunny nur seinen Schatz. Das ist in Ordnung, das ist okay. Ja, das ist ein Muss auch Radiusangriff. 70 Damage. Was hat safe 20 Schaden mit dem Dreschen? Was wird er tun? Das erfahren Sie bei der nächsten Folge von Beyblade. Was? Bong. Also erstmal dem Ghoul den Schädel einhauen. Wichtig und richtig. Stirbst du am Feuer? Nee, du bist dagegen Nein, der eh ist immun. feuerimmun. Ja. Immer muss ich alle Mann. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Knochenscharlatan haue, weil er mit einer 10er Magieresistenz natürlich einiges aushält. Krepier! So, jetzt kann Kai Zehner Sachen Magieresistenz. übergeben. Was hast du gesagt? Kai kann jetzt Wovon Sachen hast du geredet? übergeben. Aus welchen Epigenes und Bewegungsbonus Rüstung? Verkaufen. Kai, Kai, gib mir gerade mal eben links auf. so, geheimnisvoller Raum. Was erwartet uns? Eine Kiste. Eine Mimik. Ich habe zwei Dietriche. Ich wusste es! Das ist wirklich eine Mimik. Dann machen wir die Mimik fertig. Ich wusste Warum es, steht ist Kai eine hinten? scheiß Mimik. Oh, wow. Immun gegen Gluten, immun gegen Gift. Und gegen Benommen und das andere. Autsch! Wir treffen. Auch wenn ich nicht wirklich wissen will, wie viel Schaden du machst. Nee. Verdammt, ich wollte die Phaeton-Mine in Brand stecken. Du kannst unseren Angriff erhöhen. Machen wir das mal. Okay, du kannst es nur flächenmäßig. Sechzig Damage. Und bei Erfolg gebe ich ihm Schock. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so doof. Den Schock, der bleibt in deinen Träumen. Verdammt. Chaosschlag und Geht Chaosstich? Ach, wahrscheinlich nicht. kannst du das nur machen, wenn es schon Du eine musst es aus der Chaosstufe gibt. vordersten Reihe machen. Du musst es aus der vordersten Reihe Ach, machen. stimmt. Wieso stehe ich denn hinten? Keine Ahnung, warum du hinten stehst. Ach, ich hätte mich auch einfach vor einen von euch stellen können. Okay, beim Chaosstich gehst du durch die Verteidigung. Kann es sein, dass das Ding one-hitten kann? Wenn da schon so ein Totenkopf kommt? Vielleicht wird das stärker, je mehr Chaos wir auf der Map haben. Das kann sein. Oh. Nö. Aber Mimics geben, glaube ich, gute EP, oder? Sie geben gute Sachen. Sie sind immer noch tot. Na gut. Siehst du? Müll. Gut. Ja. Ich liege am weitesten hinten. Ja. Entweder Ganz du drücken oder lassen. Akaya. Der hat lang genug seinen Ego-Trip gehabt. Hobgoblin-Rüstung. Der stand magischer Schaden. Inwiefern ist das? Es Nee. gibt mir mehr Widerstand. Ich würde aber Ja, trotzdem sagen, deine jetzige ist gut. besser. Ja. Es ist halt cool, wenn du ein bisschen mehr Verteidigung brauchst. Ja, ansonsten sind wir ja gerade gut bestückt. Ja. Ach nö, das ist schon wieder so ein Glibber. Schon wieder so Ah, Kobolde. drei Viecher, die perfekt ausweichen können.
Ich versuch's mal so, dass ich jetzt so eine Ecke einmal in Brand stecke und so eine Ecke in Brand stecke. Mit hier ins Feuer. Kai bringt sich einfach rum. Ja. Pass. Die Seele macht nichts Praktisches. Nope, Bisher absolut nicht. nicht. Tomahawk. Tomahawk. Ruhe, eine Axt, die ich aus der zweiten Reihe benutzen kann. Ja, sind alle gerade ganz gut von dabei, ne? Jo. Ja. Ein leerer Raum. Kai hat seinen Job, er darf wieder eine Tür zerdeppern. Oder auch nicht. Du kannst es nochmal versuchen. Ich mach die Tür kaputt. Du hast dafür sogar EP bekommen. Und ein Level. Oder? Nee, kein Level Up. Warum stand da ein Levelaufstieg? Frage ich mich auch gerade. Vielleicht hast du. Ein Ja, Dream hier, Reaper? jetzt hat sich aktualisiert. Ah. Ein Reaper. Sunny, die Seele beschützt dich. Nee, nicht wirklich. Sie gibt ihr Bestes. Okay, sie stecken schon mal alle im Brand. Sie stehen alle im Feuer. Sie hat was getan! Es hat einen Schlag abgefangen. Explosion. Naja, zumindest eine Ratte. Die anderen Na, das beiden sollten. Gespenst ist fast tot. Ja, das Gespenst, das wird nicht am Feuer sterben. Ne, wird's auch nicht, deswegen. Dann sag ich ja, es ist fast tot. Aber die Ratte wird zumindest am Feuer sterben. Dir. Die Ratte sowieso am Feuer stirbt, dann schalte ich das Gespenst aus. Dann stört er nicht mehr. Ich will das Feuer da nicht entfernen. Ach komm! Oh, ja. Wie viel Pech braucht man dafür? Alles Du Pech. kannst auch den hinteren sehen, der hat nur noch zwei Leben. Also wenn der Flächendamage diese 2 nicht weggemacht hätte, dann wäre was falsch in der Matrix. Get aim. Okay, mach ihn fertig, Kai. Geh mir aus dem Weg. Ich weiß nicht, diese Chaos-Attacken sind mir nicht ganz geheuer. Ich habe das böse Gefühl, dass die vielleicht nachher das Chaos erhöhen, desto öfter man sie einsetzt. Chaos-Effekt. Was ist Chaos-Effekt? Ich glaube eher, je mehr Chaos, umso mehr Damage. Das hängt vielleicht von dem Chaos-Effekt ab, den wir auf der Map haben, welchen Effekt der Chaos-Effekt gerade drauf ist. Kann auch sein, dass er das Chaos so gesehen ausnutzt. Grablord. Au! Ey, der macht durchschlagenden Schaden, das ist nicht witzig. Kai, verzieh dich! Nimm mich mal. Kai, du hast eine Kanone gefunden. Lul. Ist eigentlich ganz praktisch gegen die Geister. Ja, ich nehme die mir jetzt einfach mal mit. Kai hat mal eine andere Waffe. Vor allem Als kann ich ein. die, wenn ich mal blöd stehe, auch in der letzten Reihe benutzen. Ja. Aber was habe ich denn da schon wieder für einen Fluch auf mir? No.
Genau das, was du eigentlich gut Unwohl, bist, wurde Vitalität ist gesenkt. stark vermindert. Kay braucht's eher als ich. Trink, 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 trink. Ja, so oder so macht er Plus. Haben wir zufällig ein Kraut, das gegen Flüche hilft? Ich glaube, der Fluch den. Da, Sanja doch. Der Vettelfluch. Du hast jetzt gedrückt, ich bin unschuldig. Ich war mit der Maus auf dem Teil da. Ich wollte es weitergeben. Nee, nur der Vettelfluch löst das weg. Ich wollte es auch weitergeben. Aber dann hast du wieder mit der Maus was gemacht. Ich glaube, Ich hab gar Akaya nichts hat nichts. gemacht. Ich wollte den Vettelfluch weitergeben. Ich hab halt nicht mal auf die linke Maustaste gedrückt, also da kann gar nicht, das kann nicht Ich gewesen wollte, sein. ich habe die linke Maustaste gedrückt, aber weil ich die Maus auch auf dem, auf der Tasche hatte. Da hat wieder einer gefettfingert. Ist besser als dein jetziger. Die nehme ich gerne. Verliert halt die 2 Stärke, ne? Das ist ja das Einzige. Mehr Damage Reflect. Wohin nun? Das ist ja wohl immer die Frage. Dir einfach zu sagen, wo du hin musst, wäre langweilig. Da überlassen wir dich deinem Orientierungssinn. Auf bald! Einige Wege sind versperrt, bis du den richtigen Schlüssel findest. Wo habe ich den bloß gelassen? Jedes Gruppenmitglied kann die Tür mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Das der Den hab Skelettschlüssel. ich. Ja. Gucken wir Tür mal. aufschließen. Mal sehen, was Ja, dahinter auf uns wartet. Questgegenstand. Disco! Party! Party! Finde den geheimen Raum in der Widerstand. Komm schon, ab geht's! Badadada, Party, Party! Teilen wir Wissensbuch. Ich genieße die Hintergrundmusik. Feuerseide. Ja, gib mal her. Das gebe ich mal dir. Schwarzgebrannter. Zweimal schwarzgebrannter. Jo. Hältst du Ist ich schon finde mal. es geil, dass das hier Disco-Musik ist, aber trotzdem so mittelaltermäßig. Ja. Ist schon geil auf Moor. No risk, no fun? Du hast eine Identifikationsschutzrolle, entscheid du. Ich hätte jetzt gelacht. Und es war deine Mimik. Direkt noch meine Mimik. Ist okay, ist vollkommen okay. Der Geist beschützt mich. Der hat sich. Du hast den Geist mitgeheilt. Stimmt. Macht keinen Sinn. Wieso kann ein Geist heilen, sich heilen? Er hat sich ja nicht geheilt. Zani hat ihn geheilt. Ja. Trotzdem, wieso kann man einen Geist heilen? Der ist tot. Oh, tut der Aua! macht Schaden. Der macht ordentlich Damage. Das ist ein prädestiniertes Ziel für meinen Todesstrahl. Leben. Sehr schön. Jetzt ist er Okay, deutlich später das Ding dran. ist basically. Ey, ich bin dran. Wer immer Rüdiger. da gerade im Controller war. Das war meine Hand. Okay. Das Ding ist basically tot. Nein. Selbst dann nicht. Doch. Der kommt jetzt in 5 Zügen oder so wieder dran. Ja, und wir Der werden jetzt kann alle daneben hauen. durch deinen lebenden Schuss. Nie im Leben. Krepier! Wir hauen jetzt alle daneben, vor allem der Geist. Zwei Death Rays von mir machen den absolut dead. Beweg dich mal trotz allem lieber vor Akaya. Nein, ich stelle mich vor dich. Warum willst du ihn denn nicht beschützen? Weil er Kai umgebracht hat? Ich denke, das ist eine legitime Aussage. Ich sage, der ist basically tot, bevor der wieder drankommt. Wow. Nee, der hat ultra viel dienten von der normalen Abwehr. Ja, aber ich bin gleich nochmal dran, bevor der drankommt. Und ich kann ihn mit Todesschrei einfach Soll ich dir übrigens umlegen. was Schönes Ohne sagen? Probleme. Nochmal lähmender Schuss. Und nochmal nach Der kommt hinten. noch später dran. Nee, der kann nicht weiter nach Nee, hinten geschleudert kann er werden. nicht, geht nicht. Ja, okay, das war's. Ich hätte ihn eben mit dem Todesstrahl umgebracht. Der Ohne normale hätte schon Probleme. gereicht. Assassinenbogen. Oh! Festnageln Festner. sind geil. Du hast durchbogen, das heißt, du brauchst theoretisch deine Nahkampfwaffen nicht mehr.
Rüstung, Widerstand, Ausweichen, Goldmodulator, Talent und Geschwindigkeit. Ist eher was für dich. Boah. Wäre halt schon massig was am Widerstand für dich. Dann kann die Magie eigentlich gar Verliere nichts gleich mehr. meine Immunitäten. Nass, verfangen und Gift. Wird angelegt. Ja, leben gerade gut. Jo. Imp-Zauberstab. Einhändig. Einheitenpunkt Feuersturm. Ist einhändig. Widerstand, Genauigkeit, Geschwindigkeit. Den nehme ich safe mit. Der ist ganz geil, wenn ich safe treffen muss. Ja. Du bist gerade auf dir, ne? Okay. Ja, ich nehme euch eure Sachen nicht weg. Nee, es ging mir jetzt darum, Okay, was ist das für eine weil komische Tür? damit er jetzt den Gottesbart nicht benutzt. Kai, du wirst Spaß haben? Chance ist 57%. Kannst natürlich auch Fokus investieren. Pam. Ein Fokus habe ich mal genommen, um sicher Jetzt zu kommt, glaube gehen. ich, ein Boss. Ja. Ja, dann Jetzt kriegen wir kommt das geschehen. Boogie. Wahrscheinlich der mit Zylinder. Ja. Wahrscheinlich. Boogie das Skirrip. Siehst du nicht, dass meine Freunde und ich in Ruhe feiern wollen? Oder bringst du vielleicht Nachschub oder so? Gehen? Ist ja zum Totlachen. Ein lockerer Typ wie ich hier sehr gefragt. Wie ich ist hier sehr gefragt. Meine alten Knochen bleiben an Ort und Stelle. Also schön, bringen wir das schon hinter uns, damit ich mich wieder um meine Gäste kümmern kann. Du langweilst sie zu Tode! Wieso habe ich mir das komplette Gespräch mit der Stimme von Brook aus One Piece vorgestellt? Bei mir war es eher Sans aus Undertale. Um Gottes Willen hat er viel Leben. Ja. Ich schieß lieber in die Meuchten rein wegen dem Verteidigern da. Ja. Ich weiß Ja. doch, sehe ich, dass er sich gleich dahinter stellt. Von ausgehen. Lasst Feuer vom Himmel regnen. Es wird doof, dass man das Feuer wegschießen kann. Stirb! Nö. Ich bin so froh, dass ich hinter dir stehe, Kai. Brand. Naja, zumindest halten wir davon ab, sich hinter den zu stellen. Ja. Und jetzt stellt er aber hinter den anderen. Oder auch nicht. Aber er brennt immer noch, weil er kurz im Feuer stand. Mit dem Karlstich kannst du die Verteidigung ignorieren. So, der verreckt in der nächsten Runde am Feuer. Oder so. Muss genau der ausweichen? Ja, Zieh musste lieber auf er. den rechten, also auf einen von den beiden vorne. Die beiden hintern, die sterben so oder so am Feuer. Zieh lieber auf den rechten, den kriegen wir eventuell auch noch kaputt, den linken. Tot. Am Feuer. Du Naja, gleich du schon dumme bekommen. Seele, beschützt mich doch. Der ist Naja, auch nicht die macht vom irgendwie gar Feuer. nichts. Die ist total garbelt, habe ich das Gefühl. Ist sie auch. Wirklich Ich das, dann guck wirklich gleich, ob ich sie selber. schlau. Ich will gleich gucken, ob ich sie selber kaputt machen kann. Vom Prinzip her nimmt sie nur einen Platz weg. Na. Also sie hat einmal einen Angriff abgefangen, aber ansonsten hat sie nichts mehr gemacht.
Pitesch. Man hört es nicht, aber ich habe die linke Maustaste gespammt. Tschüss. Okay. Seine Zeit war abgelaufen. Ach, danke. Wir haben es geschafft. Wir haben Boogie aus der Gefecht gesetzt. Akaya war dran. Endlich kann ich mich mal aufs Ohr hauen. Diese Skelette haben echt die ganze Nacht Krach gemacht. Wurde auch langsam mal Zeit, dass da jemand für Ruhe gesorgt hat. Oh, das Gefühl kenne ich. Während ich noch in der Ausbildung war, die ganze Nacht immer. Beziehungsweise die halbe. Ich dachte mir nur, Junge, du hast doch einen Vogel, du musst doch genauso früh raus wie ich. Morlingwerfer. Nach hinten halt ist sowieso zweckfrei. Naja, kriegst die erste Runde. Wenn ich denn durchkomme mit 20%. So, brennen alle. Daneben. Nope. Warum hat er nicht das Ding ausgerüstet? Ist das ein Gruppending? Ja, der Leute hat ein bisschen was. So, befreit es dich von deinem Leid? Nein. War ein Versuch wert. Couch. Aua. Hab's versucht, Kai. Aua. Wow, die treffen die gesamte hintere Reihe damit. Okay, die Werfer sind nervig. Kann leider nicht. Ah, der hat 41 Leben, den krieg ich so oder so nicht kaputt. Willst du dich vielleicht erst was Honey stellen? Ich spiele jetzt für drei Leute. Willst du einen von denen übernehmen? Dann nehme ich ja Kaya, dann hast du die ersten beiden und nicht die anderen beiden. Okay. Du wurdest wieder geläutert. Ja, ich bin jetzt immun gegen alles. Aber ich hab den Fluch immer noch drauf. War ein Versuch wert. Ach ja, Kaya nimmst du ja jetzt gerade. Dann nehme ich den rechts jetzt einfach komplett raus. Ja, ich kann es ruhig Film jetzt vorher nutzen. Ich würde so oder so auf die anderen dann nochmal schießen. Und dann gehe ich aus der hinteren Reihe raus. Obwohl. Wichtiger. Ich 5 Verteidigung dadurch. 5. Besser als gar nichts. Na, wenigstens einen Damage gemacht. Und zack. Geläutert. Schock und Feuer. Also diese Seele fühlt sich nach wie vor eher wie ein Debuff an als alles andere. Ja, irgendwie. Ich will den Chaosstich haben. Nur noch einer.
Und der hat gar keine Resistenzen. Erledige ihn. Ach nee, ich bin ja dran. Ja. Hast du recht, Sunny. Ach, er hat ein Level Up. Geht für alle. Großer Heldzauberstab. Ja, der hat auch die Gruppenheilung. Gruppenheilung, kurieren, Giftblitz, Gruppe schützen. Kurieren? Kurieren. Muss ich gleich mal über das Glossar gucken. Hier, was du hast, was zum Verkaufen. Nimm mal. Liberita. Ich guck mal sofort ins den Glossar. Ist eine Schatztruhe. Müssen das ja auch mal irgendwann nutzen. Schuster mir mal das Gold zu, ich habe gerade so wenig. Ein Knochenbogen. Eis durchbohren. Hier kriegt er Kai immer, dann kann er nicht meckern, dass ich ihm nichts geben würde. Widerstand, Fokus, Vitalität, Intelligenz. Gegen den verschlagenen Hut? Ich glaube nicht. Leg ihn einfach mal ins Inventar. Eventuell will er. Ah, ich krieg auch einen Knochenbogen. Ausweichen. Ja, komm, bevor er hinterher weint. Dann guck ich mal eben kurz kurieren was, ne? Jo. Statuseffekte. Hier nicht drunter. Und kannst nicht einfach beim Schlüsselwort eingeben, kurieren? Ja, sobald ich schreiben gelernt habe. Das ist Leiden entfernen. Also bringt nicht sonderlich viel, aber hey, Sunny kann den alten Heilstab loswerden. Das Haus da links ist für dich was. Was nur umfällt. Das Haus war für mich und die war für euch. Ja, da kannst du Akaya reinschicken, wenn du willst. Untersuchen. 9%? Nicht bei mir. Das ist was für dich. Die nehme ich mir gerne. 6 Rüstung, 7 Widerstand, 4 Angriffsschaden und Sparrow. Kannst du ja instant nach oben geben und die weitergeben. Da, Rüstung, Hobgoblin, mich weitergeben. So. Dann marschieren. Jetzt dürfen wir den ewig langen Weg da hoch antreten. Das ist bestimmt auch ein Dungeon. Kann man ja nachgucken. Nee, das ist ein Kampf, da müssen wir alle hin. Okay. Okay, da müssen wir alle hin. Dann machen wir uns mal langsam aber sicher auf den Weg. Plus ein Max-Fokus oder den ganzen Fokus verlieren? Nee, dann hol uns lieber ein paar Gruppen-EP. Anderer Plan? Ja. Erstmal die Gruppen-EP. Wenn er kein Fokus zum Verlieren ist, kann man es ja riskieren. Das ist allerdings auch wahr. Ja, mit dem großen Heilzauberstab braucht man die Heilroute nicht mehr. Kann ja auch die Gruppenheilung. Ja.
Den Vettelstab kaufe ich mal. Falls er mal verfluchen will. Dann kaufe ich mal von seiner Seite aus die Mitternachtsnässe mal mit. Ja, da er der Einzige ist, der magischen Schaden machen kann, ist das praktisch, wenn da irgendwie einen Gegner haben, der super viel physisch hat, dass er doppelt agieren kann. 369. Kannst du mir 41 übergeben, dann gebe ich ihm von meinem Geld aus. Obwohl ich bin nicht in Reichweite. Ich weiß, das ist Verschwendung. Aber dann kannst du das Teil mal eben kurz in seinem Namen kaufen gehen. Ich denke Da. mal, das eine Ding da, das kann ja auch noch gut gebrauchen, die Fäustlinge. Aber ich glaube, um Geld weiterzugeben, hättest du dich nicht mehr porten müssen. Ich glaube, das geht so. Oh. Naja. Die Antwort. Markt Fäustlinge kaufen. Hast die Rüstung. Anlegen. Kaufe ich die jetzt erstmal. Naja, jetzt müssen wir uns erstmal da oben versammeln. Nee, man muss doch tatsächlich muss doch daneben stehen, da sehe ich dämlich. Siehst du, hätte nicht funktioniert. Kannst sogar noch einen investieren. Hatte ich auch vor. So, erst den Priester aufsuchen, ne? Genau, dann einmal entfluchen. Gasthaus ist uninteressant. Was eh noch fast full life. Eben. Und dann mit einmal meditieren. Der Markt hat sich hier doch bestimmt auch. Ne, hat er nicht. Breitschwert, Großschwert, Ich erinnere mich, dass die Kriegshammer. beiden Waffen da gerade eben auch schon da waren. Das Großschwert ist stärker, glaube ich. Warte mal, ist der Bergbauhelm besser als dein jetziger? Rüstung, Nee. Angriffsschaden. Nein. Okay, das ist noch der gleiche Laden wie gerade eben. Kommen zumindest schon mal in die Richtung. Ah, die entgeht mir nicht, sie? Dungeons des Reiches sind gewaltige unterirdische Herausforderungen mit großen Schätzen. Die wollen von einem mächtigen Boss bewacht werden. Ihnen kann man nur entkommen, indem man sie abschließt. Das kannst du ja aktivieren, damit Sunny vorher noch in den Laden kann für Fokus. Jo. So, jetzt kannst du ja den Dungeon starten. Kommt sogar genau rein. Passt sogar ganz genau. Spinnenhöhle. Okay, dann gehen wir jede Menge Spinnen töten. Das klingt spaßig. Auch nicht. Spinnen und Fledermäuse. So lobe ich mir das. Riesenspinnen und Riesenfledermäuse. Jawohl. Lass Feuer regnen. Reflektieren einfach. Ich will es ausprobieren. Ich will Festnageln endlich mal sehen. Ach komm! Die Fledermaus, die er festnageln will. Das ist schon Ironie. Seht, was das bringt. Teste sich halt an den nächsten Gegnern, an denen, der am meisten Leben hat. Ich nehme jetzt einfach die linke Spinne aus dem Spiel. Ja, kannst auf die anderen beiden da hinten ja jetzt gleich den Regen machen. Ich lasse Zack. Feuer regnen. Ich glaube, die Fledermaus stirbt jetzt sowieso am Feuer.
Nee, tut sie nicht. Nicht ganz. Also, sie stirbt, wenn sie dran ist. Also passt schon. Jetzt auch einfach nochmal Feuer drüber richten lassen. Ich habe die Spinne nur vergrößert. Tschüss. Nimm ich mal. Kann er haben. Kann er haben. Jetzt haben wir alle drei Ginseng. Du hast so viele Gottesbärte. Wow. Das ist auch meine. Kaboom. Ich wollte es einfach einmal getan haben. Die Kanone ist eigentlich auch ganz praktisch für dich, dann kannst du auch Gruppenangriff machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Gruppenangriff war oder nicht. Du machst Radiusschaden, den einen machst du richtig viel und der Rest kriegt ein bisschen was ab. So, nächster Raum ist geheimnisvoll. Eine Kiste. Da soll man was tun für sein Geld. Ja komm, kann Sunny sich einverleiben? Hast eh einen besseren Helm. Auch, auch, ha? Ja, wir haben. Ja, das ist ausreichend erhöhen. So was ähnliches hatten wir schon mal. Seine sind besser. Deine sind auch besser. Wobei das Wahrnehmen ist gut. Ich bleib trotzdem bei dem Goblin-Schuhen. Ach, die. Ich habe dasselbe Ding noch, aber ich gebe es Akaya. Vielleicht will ich es auch nutzen. Für Safe Damage. Und noch mehr Spinnenlines. Noch mehr Spinnen und Fledermäuse. Guck, du könntest jetzt auch die Riesenspinnen beiladen und es trifft dann auch den dahinter. Triffst dann zwei. Kann ich agieren? Agier mal für mich weiter. Mein Netzwerk ist gerade wieder am neu durchconnecten. Du hast beides links komplett vernichtet. Mit dem größeren Schuss. Die Kanone ist heftig. Du hast die das beide immerhin, Insta gekillt. Das ist immerhin etwas. Ja, du hast eine starke Gruppenwaffe. Kannst dafür dann aber natürlich nicht denken. Ach, Network Connection was lost. Ich warte kurz. Connection is unreliable or the other computer has crashed. Allein, dass mein Stream an ist, kannst du ja eigentlich sehen, dass mein Internet nicht gecrashed ist. Ja. Ja, du hast die halt Insta gekillt. Das musste ich dir jetzt einfach mal so glauben. Schatzkiste. Hauptgoblin-Machete. Eine Visionsschriftrolle. Nehme ich mal. Mehr Damage. Als ob die Kanone nicht schon genug macht. Ja, kannst ja eh nur beenden, ne? Jo. Stehen alle in Reichweite. Hab's versucht. Warte, schade. Du bist immer noch am Blocken für uns. Wir stehen einfach alle hinten. Das Schlimme ist, ich kann euch nicht mal blocken, weil ich mich nicht vor euch stellen kann. Ja,
Ja, da steht so oder so das scheiß Ding im Weg. Ja, weil mir die Seele im Weg steht. Hier ist ein Debuff. Tötet sie endlich! Oder versucht es zumindest. Angststarre. Das Ding ist in Angststarre. Schockstarre. Scheinwerferlicht, ey. Er hat's versucht. Er wollte uns einen Gefallen tun. Explosiver Schuss, erschütternder Schuss. Mit dem explosiven Schuss machst du so viel Schaden. Dann baller ich jetzt einfach auf den, der Kannst du nicht drüber in die schwimmen Mitte kann. hinter dem da schießen? Dann triffst du, glaube ich, drei. Nee, weil der Knochenkämpfer den Schild hat. Aber ich kann den rechten anschießen und treffe den linken und den dahinter stehenden. Dann schieße ich halt auf den. Geht mir auf Ja, den. ähm. Gehen wir aus dem Weg. Vor allen Dingen, bei dir ist es halt nur eins. Es ist halt entweder treffe ich oder halt nicht, aber wenn ich treffe, tut's weh. Beenden wir das hier. Reich mit einem Gruppenmitglied Level 9 bis zum äußersten. Ach nee, 9 ist das ein Maximum. Hier beim vorherigen war es 10. Okay, wir haben schon maximales Level gleich. Die Wissenspfeife brauchen wir dann echt nicht mehr. Dann teilen wir mal das Gold. Dark Vitalität. Nee, deine ist doch deutlich besser. Ja, alleine für den Widerstand. Alleine für den Widerstand ist meine besser. Kann sein, dass wir bei dem Kapitel so langsam aber sicher beim Ende langsam ankommen. Oder wir nehmen einfach viel zu viele Kämpfe mit. Probably das Zweite. Ah, denen geht wohl nichts wie. Heiligschimmer bewahren einen Charakter vor dem Tod, werden aber damit zerstört. Endlich kriege ich auch rein. Plus zwei Okay. Fokus. Sehr schön. Demus, Gott der Konzentration. Warte mal, hätte ich da nicht da vorher noch meine Konzentration reinhauen können? Ich dem Lack. Ich hätte noch vorher meine Konzentration reinballern können für mehr Bewegung. Hätte ja eh nichts wirklich geändert. Ich hätte ja so oder so Fokus bekommen. Oh, ein Troll. Wer zu dritt, den könnten wir schaffen, das wissen wir ja. Ist nur ein Sechser-Troll. Den schaffen wir zu dritt. Dann räumen wir den jetzt mal einfach mal. Als ob ich die. Als ob du den Roll verkackst. Ach, Meme des Tages. Hier kommt der Meme des Tages. Dann mache ich einmal Meme. Aber in einer besonderen Version. Das macht der Meme des Tages. Und hallo, Miss Schweini. Ich hab's nicht gemerkt. Es tut mir leid. Also, meep. Kriegst ein extra Meep dafür. Genau, stell den mal hinter mich. Als ob. Wow. Wo ist die Frage? Ich glaube, die Frage war, was das Miep macht. Ah, wie ist das Spiel so? Ach, das Spiel, das macht ganz viel Spaß. Also, es macht ultra Laune. Wir spielen das über Parsec übrigens zusammen. Also, uns macht das mega Bock. Um die Frage zu beantworten.
Den Story-Modus kann man nur über Parsec zusammenspielen. Ansonsten kann man das auch, wenn man beide Spiele hat, auch normal im Multiplayer machen, aber die Story halt nicht. Ich merke jetzt erst, wie viel Rüstung und Widerstand du hast. Das ist abartig, oder? Du bist übrigens dran. Hat der Troll irgendwie eine Verteidigung, die ich brechen müsste? Nein. Ist der blutimmun? Nein. Nein. Gut, Dann dann hoffe zerhack. ich jetzt. Nope. Dann halt nicht, dann blutest du halt später. Okay, ich stelle mich nicht neben dich. Okay, es ist nicht praktisch, wenn Sunny hinter dir steht. Nee, der macht irgendwie Durchschlagschaden. Das ist nicht nett. Okay, alles gut. Friss. Oh, ich habe das Bewegen vergessen. Ach, du kannst dich ja sonst wegbewegen. Zeitstep. Schaffst du diesmal das Bluten? Ja, du schaffst es. Er blutet und steht im Feuer. Er hat einen Pfeil im Arm, er blutet. Dieser Troll muss Au. einstecken. Er brennt, er blutet, er. Für den Safe-Kill. Die Schlacht möge beginnen. Von diesem Wichtigtuer habe ich die Nase voll. Wirf ihn raus. Tief im Innern des Rückzugsortes Banditen verbergen sich Relikte vergangener Beutezüge. Wollen wir mal plündern gehen? Wir plündern jetzt die Plünderer aus. Jeremy, Kleinkriminell. Ach, du schon wieder? Glaubst du, du könntest mich in nüchternem Zustand fertig machen? Das würde ich mir an deiner Stelle noch einmal überlegen. Der Banditenkönig kann seine Drecksarbeit selbst erledigen, weil ich ja jetzt das Sagen habe. Ich habe mir schon mal verprügelt. Ach, das ist der Typ aus der Bar, den wir verdroschen haben, ne? Ja. Und Feuer Feuer. soll vom Himmel regnen. Zack. Feuer wieder ausgemacht. Au. Ich glaube, ich muss mich gleich erstmal heilen. Dafür habe ich den Stab schon mal im Vorfeld ausgerüstet. Kann er weiter mal da Für die Seele ist es eh unnötig. So, wir haben Schutz. Sind geheilt. Die Welt ist wieder im Lot. Die haben alle physische Abwehr. Der Rüstungsbrecher bringt auf jeden Fall was.
breche jetzt einfach erstmal die Rüstung von Demeter, weil der am meisten Rüstung hat. Okay. Wobei ich breche die von Jeremy. Der Typ hat sowieso nur noch 48 Leben. Der frisst den nächsten Zauber und fällt um. War ein Abgang, Jeremy. Seine Rüstung ist jedenfalls weg. Der Bogenschütze stirbt gleich direkt hinterher. Der stirbt gleich am Feuer. Dass ich jetzt wieder ausschieße. Und trotzdem ist er tot. Kannst du eigentlich, Jeremy? Nix, deswegen konnten wir ihn ja auch so leicht verdreschen beim letzten Mal. Warte mal. Probieren wir ihn mal aus. Mehr Feuer. Wir haben noch nicht genügend. Der Schutz hat was gebracht. Als ob der da mit einem Leben übersteht. Alter, den ignoriere ich jetzt. Das eine Leben ignoriere ich. Ich mache den Lammhagel lieber so, dass es die anderen beiden mittrifft. Der stirbt sowieso, sobald er dran ist. Dasselbe gilt für Jeremy. Sobald er den Hagel abbekommt, stirbt er. Spätestens nach dem zweiten. Mehr Feuer. Es brennt noch nicht genug hier. Noch mehr Feuer. Sponschka, voll, voll. Tada, voll, voll. Pata, voll, voll. Mach Feuerexplosion auf die Linken. Der Rechte steht sowieso im Feuer und stirbt gleich. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Nein, oder nicht mehr. Sie sind eingeschlafen. Alter, ist das viel Geld. Die Gold. Jeremys Schwert. Ja gut, das sollen wir ja an den bringen, ne? Ich glaube schon, ja. Kein Wunder, dass wir ihn so leicht kaputt bekommen. Guck mal, das ist ein neues Schwert. Nochmal ein Folian für ihn. Verkaufen. Geldschuhe. Das Schwert dürfen wir nicht verkaufen. Ha, du Wunder, wäre der neue König. Wie? Sein dürrer Hals könnte nicht einmal das Gewicht meiner Krone tragen. Was genau will er jetzt von uns? Es ist Zeit, dass ich meinen Teil unserer Abmachung erfülle. Warum kommst du nicht herunter? Dann lasse ich den Gefangenen frei. Dann am Ort Spielbude im Gebiet Vorgebirge. Das ist 100% der Endbosskampf von der Gegend hier. Na guck mal, es geht hier auch nicht nach rechts weiter. Obwohl, es geht nach unten vielleicht weiter? Nee. Das ist 100% das End von dem Kapitel. Ich würde sagen, wir machen das Kapitel dann einfach fertig. Wenn das wirklich der Endboss ist. Dann haben wir das Kapitel schon mal hinter uns. Aber die Frage ist, es gibt ja irgendwo was, das man erfüllen kann, um einen weiteren Charakter freizuschalten. Vielleicht muss man das so finden. Wir haben natürlich auch noch nicht... Da ist noch was zum Entdecken. Wir könnten rumlaufen und gucken, ob wir so ein lockendes Becken finden. Na, dann machen wir uns mal auf eine kleine Erkundungstour. Scheiß mal aufs Chaos, dann machen wir einfach mal eine kleine Erkundungstour. Warte mal, ein bisschen kann ich entgegenwirken eventuell. Ne, zumindest nicht in die Richtung, aber ich kann hier ein bisschen aufdecken, ohne dass wir hinrennen müssen. Da sind nur noch Bäume, da scheint Ende zu sein. Da können wir uns dann also schon mal schenken. Hier muss ja auch irgendwo ein lockendes Becken in der Ecke sein. Ja, das werden wir schon irgendwo auftreiben.
Dann ist die Chance zumindest da, dass wir auf jeden Fall was kriegen. Ja, wäre die einprozentige Kampfchance gekommen. Dann Und lächerlich. nehmen. Sunny mitnehmen, das ist, glaube ich, ein besserer Todesstrahlstab. Ja, irgendwie. Nehmen. Als ob der nicht schon stark genug wäre, sein Scheißstab. Noch mehr nehmen. Jetzt kriegt er noch mal besseren. Dann lasse ich Akaya das jetzt mal starten. Ja, mach. Dann sind wir hier mit dem Gebiet wahrscheinlich auch fertig. Entweder das oder mit dem Kapitel. Aber dann frage ich mich wirklich, wo wir das verpasst haben. Dann müssen wir das wirklich am Anfang irgendwo verpennt haben. Ja. Weil in den ersten drei Kapiteln gibt es safe irgendwo eine Nebenmission dafür. Ich finde nehmen mal zum Verkaufen. Ja, krieg ich noch mehr Bücher. Soll er sich wieder nackig machen? Jetzt darf ich hier erstmal den Heilstab erstmal suchen. Erstmal durch die Stäbe durchsuchen, wo ist der verdammte Star? Guck mal, wir haben drei Chaos und kommen trotzdem super durch. Jetzt werden die Gruppenangriffe reingeeditet. Wie eine Seevettel, eine Seehexe. Ich hasse was Boah, zum Wegbombardieren. hätte es nicht einfach hinten in der Ecke stehen bleiben können. Die muss erstmal nachladen. Den Nachteil haben wahrscheinlich alle Knarren. Ja. Wahrscheinlich. Ach, das ist deiner. Du hast ja jetzt Honey, damit wir uns nicht mehr verwirren. Ich würde aber sagen, nach dem Dungeon machen wir dann aber auch für heute Schluss. Ja. Sollte für irgendwas danach noch sein. Ja, die kannst du ja jetzt wegbomben, ne? Ich würde gerade sagen, als ob du den mit Zauber triffst. Der hat 30 magische Abwehr. Oh. Verreckt dran. Ich habe die Decke getroffen. Hab ihn, die Seepelle kannst du ignorieren. Brauchst nur den Piratenschützen anpeilen. Kannst mit der Feuerexplosion auf den Zähnen, dann tötest die Fälle sofort mit. Oder auch nicht. Aber die verreckt sowieso jetzt am Feuer. Und dort. Wir kriegen die 990 noch voll. Hab dich mal kurz geheilt und weiter. Jojo. Der eine links, der sieht wirklich aus wie ein Pirat. Piratenmarodeur. Ach, was kannst du, Akaya? Blockt. Immer muss ich alles machen. Guck, so geht das. Und jetzt kannst du auch noch mal hinterher drücken. Oh, einer ist schon mal außer Gefecht gesetzt.
Nicht wirklich, dass du mich triffst, oder was? Ey, du musst dem Oh. Piraten mal zeigen, wo seine Kanone abgeblieben ist. Da feuer ich auch mal auf den ganz rechten. Jo. Tschüss. Ich baller dich so fest zurück, dass du in der letzten Reihe Du stehst. ballerst den in die Steinzeit zurück. Der andere stirbt sowieso. Du könntest vom Prinzip her aussetzen. Bin ich aber zu voll. Bin ich zu gierig zu. Ja, Langlaufen. nur noch ein Lulatsch und 199 voll. Okay, 99, 99 ist nicht Maximum. Ich wollte das nur wissen. Was ist das Maximum? Nicht wirklich. Oh! Ist für Sunny. Du hast einen Bumerang. Geh auf. Du darfst dich wieder durch eine Tür prügeln, habe ich gehört. Die hast du weggeballert. Schade eigentlich. Normalerweise hätte ich dafür sogar noch EP bekommen. Da ist er. Sieh an, sieh an. Dachtet wohl, ihr könntet einfach hier reinspazieren. Was? Ausspazieren. Ausspazieren. Was? Bogenschützen. Macht sie nieder. Ich zeige dir gleich, wie ein Bogenschütze kämpft. Achso, er kämpft erstmal nicht selber. Ich glaube, das ist wirklich Endboss. Von dem Kapitel zumindest. Ja, komm. Gib ein bisschen Stoff. Ich mache einfach mal so, damit ich das Feuer nicht weghau. Jojo. Kannst du ja wegbomben. Warte mal, unterbrochen, Gruppe? Dann könntest du drei aufhalten, dass sie nicht angreifen. Obwohl, wenn der magische Schaden komplett durchgeht. Der magische Schaden komplett durchgeht, dann kann ich die einfach auch mit der Feuerexplosion komplett aus dem Leben reißen. Zumindest drei von denen. Ich glaube, die bei Radis kriegen die nur die Hälfte ab. Also die würden so 25 abbekommen. Den linken würdest du damit noch mitnehmen. Probier das jetzt einfach mal. Ja, so ungefähr Hälfte. Ja. Dann nehmen wir zumindest zwei raus. Ja, die anderen kannst du ja jetzt wegschießen. Die treffen eh nicht. Ich kenne meine Bögen. Sunny aber nicht. Tschüss. Reicht jetzt, ihr müsst den Wegzoll bezahlen. Niemals. Der stellt sich extra rein für uns. Boah, der viel Leben. Der rennt dir noch absichtlich ins Feuer. So, ich habe seine Abwehr gesenkt. Genau, jetzt noch den Ultrastab. Warte, welcher Stab macht den Angriff hoch? Tempo-Gruppe. Der Ja, Blitzstab. Der macht auch erstmal von Sunny und so weiter und von uns beiden den Angriff höher und dann der Todesstrahl. Ja, genau. Da kann er in der nächsten Runde in das Ding wieder wechseln.
Habe ich für ihn noch irgendwas anderes? Den Goblinbogen. Wo der Riesenbogen auch dieses Betäuben hätte. Kannst du natürlich auch den lähmenden Schuss machen und den einfach noch weiter nach hinten, noch langsamer agieren lassen. Er ist dagegen immun. Ah, das habe ich übersehen. Dann habe ich nichts gesagt. Macht aber Sinn, dass der als Boss immun dagegen ist. Ach, dann gebe ich ihm auch den Knochenbogen. Damit kann man wenigstens die Verteidigung ignorieren. Ist ja eh nur ein Gegner und im Feuer steht er eh schon drin. Schade, dass sich das nicht stackt. Weißt du, der Angriff ist erhöht und seine Verteidigung ist gesenkt. Oh, Reflect. Komplettes. Warte! Der Todesstrahl. Dafür musst du auf den Großstab wechseln. Da, Oh anlegen. ja, 117. Halbes Leben jetzt mal eben kurz weg. Selbst der heftige Strahl macht 97. Du hast den Todesstrahl ausgerüstet, keine Sorge. Heiligtum der Weisheit wurde zerstört. Okay, der Oh. halbe Schaden wurde reflektiert. Kommt her, Männer, macht sie fertig. Hallo, bleib hier vorne. Oh, wow. Ich wechsle Kann dann die mal wieder auf Seele den mal. Gruppenbogen. Kann die Seele mal bitte irgendwas tun und nicht nur sinnlos in der Gegend rumstehen? Warte, du Bewegt kannst mich. uns nicht nachladen. Das ist mir egal, ich hatte sowieso vor, die Waffe zu wechseln. Mensch. Ich habe doch irgendwo so ein Ding gekauft, das mir eine Ich zusätzliche glaube, eine Reihe Option bietet. weiter. Müsstest einmal den Pfeil da unten andrücken. Ja. Tanzende Nässe. Ja, eine zusätzliche. Du hast, glaube ich, du hast direkt das Doppelte bekommen. Da habe ich eine zusätzliche durch irgendwie Fähigkeit, durch irgendeins von den Ausrüstungsteilen. Und das ist gut. Kannst du eine Waffe wechseln und dich noch bewegen? Ich glaube, du kannst dann sogar noch den Schild anlegen. Ja. Ich kann alles drei machen. Drachenschild, Dreiecksschild, Ich gucke, dass ich Drachenschild. die Bahn frei mache, dass Sunny sich hinter dir stellen kann. Wegen. Aber danke, dass du mich so lange beschützt. Der Ich Banditenkönig hat fokussiere. verringerte Abwehr. Den müssten wir auf Dann jeden Fall ballern kann. erstmal weghauen. Kai, ich glaube an dich. Ballern wir jetzt erstmal direkt den Banditenkönig weg, bevor der immer weiter Verstärkung holen kann. Akai hätte jetzt mit Akai vielleicht zum Gottesbad schlucken sollen. Weil ich mache gleich mit Sandy nochmal Gruppenheilung. Weil es reicht ja, wenn ich mit Sandy einen Gottesbad nehme, dann heilt er der komplett durch. Ding macht auch Gruppendamage, ne? Zack. Boah. Hat aber ordentlich gesessen. Ich kann noch einen Zumal hinterher die. schicken.
So, dann haben wir schon mal zwei weniger. Oh, Oh wow, shit. der wird wehtun. Danke, Akaya, fürs Ausweichen vorpassen. Ich glaube, du kannst auf Trotzdem. Explosion gehen. Bei Sunny. Benutze 50 Kräuter in Rauch aufgelöst. Ja, du kannst ruhig Explosion nutzen. Das tötet. Obwohl, nee, überlebt er gerade so. Aber das Feuer würde ihn töten. So machst du den gepanzerten Banditen halt auch noch zusätzlich Schaden. Das Feuer tötet ihn so oder so. Außer es trifft natürlich nicht vollständig. Oh nein. Ich bin ausgewichen, Kai, keine Sorge. Und er Wie starrt zu soll? Tode. Pack dann jetzt mal den Banditenkönig weg. Jo. Gibt keine Verstärkung mehr für dich. Wer werdet ihr bezahlen? Wir sind uns nicht zum letzten Mal begegnet. Mein Boss ist umgefallen. So gucken die. Was macht das Säurefeld eigentlich? Das weiß ich nicht. Kampf. Warte mal. Ja, ich Dann habe. sollte. Ach, ich Ein Schuss zerstöre. an den Gegner Okay, zerstört. ich weiß. Okay. Aber was macht das beim Gegner? Was bringt das beim Gegner? Der hat doch nichts, was kaputt gehen kann, oder? Ich weiß es nicht, vielleicht Ja. verliert er irgendwann seinen Bogen. Hab's versucht. Todesstrahl. Oh, guck mal, er versucht uns anzuzünden. Das hat ja voll gebracht. Er hat zumindest versucht, die Seele zu attackieren. Tot. 16 Wissensbücher. Ja, guck mal, wenn wir sonst nichts weiterkriegen, haben wir doch safe das Kapitel abgeschlossen. Ja. Ei, denn aus, das war ja knapp. Ich hätte die Hand nicht spielen sollen. Die war nichts. Sei es drum, irgendwann lachen wir bei einem guten Bier drüber. Sag mal, du und deine Truppe, ihr seid doch nicht zufällig gerade mit in einem Abenteuer, oder? Wir haben über nach dir gesucht, du Hornochse! Ich war Krankvorsorge! Oh, es braucht schon einiges mehr als das, um Hildebrand den Chaos zu machen. Tatsächlich hatte ich ihn genau dort, wo ich ihn haben wollte. Kleine Background-Info, das war so einer der Hauptcharaktere schon im vorherigen Spiel. Aber jetzt auf zur Taverne. Ich zahle. Oh, aber ich habe gerade nicht so viel dabei. Könntest du mir ein paar Goldmünzen leihen? Mach hin, schließe das Abenteuer in höchstens 50 Runden ab. Und das hier wäre definitiv die Nebenquest gewesen. Ja, etwas Unbekanntes. Aber wir haben ein Kapitel abgeschlossen heute. Steckt alles weg. Ich würde sonst gucken mit dem Dreier-Spielstand, den wir haben, dass ich gucke, dass ich irgendwie die Nebenquest finde. Teilt gut aus, höchster verursachter Schaden und das, obwohl Sunny mit dem Todesschwert durch die Gegend eiert. Fokus Pokus, Hamsterkäufer, geringster erlittener Schaden, meiste Crits. Am wenigsten ausgegebenes Geld und dabei hat er das Geld so gehortet.
Geringster verursachter Schaden. Ich bin ja auch nicht zum Schaden machen da. Ich bin ein Tank. Robin Ich Hood, soll nicht Schaden machen. du warst der, der am meisten geteilt hat, Sunny. Und warst der Hamsterkauf, du hast am meisten auch ausgegeben. Irgendwie Immer passt mit der dieses Route. beides nicht zusammen. Nein, nicht wirklich. Aber wir haben Kapitel 2 freigeschaltet. Und wir haben den Bauer freigeschaltet. Auf der Karte gibt es einen neuen Ort. Wie gesagt, ich würde dann über den zweiten Spielstand, den wir hier haben, dann einfach die erste Ebene hier nochmal absuchen und eventuell können wir bei einem zweiten Run das Kapitel eher nochmal wiederholen und gucken, ob wir dann was finden. Wäre auch eine Idee. So. Sonst. Die Ureiche ist auf jeden Fall das nächste Kapitel. Wir können jetzt in den Wissensladen reinschauen. Wie viel kostet denn so einer? Ach, nur 20. Pfadfinder. Können wir uns locker leisten. Pfadfinder sind einige ewige Wanderer, die mehr Zeit in den unwegsamen Wildnis verbringen als in jener Stadt. Sie haben ein Händchen dafür, auf Ressourcen und besondere Orte zu stoßen. Die beiden Ar Reisenden vielleicht verborgen bleiben. Und der Bauer. Ja, bitte nochmal nach oben scrollen. Die Krone hat einen so großen Teil ihrer Ernte beschlagnahmt, dass viele Bauern es aufgegeben haben, sich ihren Lebensunterhalt ehrlich zu verdienen. Da sie stark diszipliniert und daran gewöhnt sind, Tag ein, Tag aus hart zu arbeiten, haben sie sich als die idealen Soldaten für den Widerstand erwiesen. Das klingt auch nur so ein bisschen nach Tank. Ich kaufe auf jeden Fall mal beide, weil es neue Rollen sind. Ausrüstung können wir uns was Neues zum Start gönnen. Corona Hammer, geschockter Bogen, dunkle Folianten. Zerrissenes Zimt. Mehr Gold zum Anfang. Ne, Bonbon. ja, so ein Jahrmarktsticket von Anfang an wäre eigentlich gar nicht so doof. Dass wir hier das mitnehmen könnten. Mit den Eigenschaften bin ich mir gar nicht sicher, ob man die von Anfang an mitnehmen kann. Ich kann ja einfach mal gleich einmal kurz nur gucken. Chakram-Klasse. Das denn? Das war unter Beute. Schaltet die folgenden Gegenstände frei. Chakram-Klasse. Halte ich mal in Hinterhand? Skins sowieso nicht interessant, würde ich mal sagen. Nee, nicht wirklich. Es ist nur Cosmetics. Und die Söldner können uns eigentlich auch Latte sein. Ja, dann Chakram-Klasse. Können wir Chakrams jetzt finden. Ja, haben wir doch heute einiges erreicht, Kai, ne? Ja. Ich gucke jetzt noch mal eben kurz. Ich will nur eben kurz in die Standarddinger gucken. Ob das jetzt da mit drin ist. Was kann denn der Pathfinder und der Bauer eigentlich? Pfadfinder, Wahrnehmung, Talent. Passiv Vogelscheuche bauen. Chance auf einen freien Kampf in der vorderen Reihe eine Vogelscheuche aufzustellen. Ach, wahrscheinlich damit die Schaden abhält. Richtig, so ein Mini-Tank. Sich selber einen Tank bauen können. Vermessen? Chance, ein verstecktes Sonderziel in der Oberwelt zu entdecken. Auskundschaften. Chance, die Inhalte des nächsten Raums in einen Dungeon zu enthüllen. Der kämpft mit diesem Boomerang. Guck mal, das ist so ein Talent- und Wahrnehmungskrieger wieder. Bauer ist Vitalität, Stärke und Wahrnehmung. Der ist halt auch so wie der Schmied. Wir können ja mal die Fertigkeiten vom Schmied und dem Bauern vergleichen. Muss ihn finden. Er hat halt standhaft. Ach, deswegen hast du so oft keinen Schaden kassiert. Ich gucke jetzt einfach nur mal, kann man das von Anfang an dann mitnehmen, diese Statusbooster? Oder Ja, kann man. anscheinend Da oben, kannst du flink. Die kosten dann auch nichts. Okay, bringt was, die mitzunehmen. Beziehungsweise zu kaufen. Sollte ich gucken, dass ich die
In den einen Spielstand dann eventuell auch so durchprügel, eventuell die beiden Sachen da hole. Dann können wir ja auch noch die anderen Sachen damit kaufen. Ich würde das halt hauptsächlich auch deswegen machen, hier wegen dieser einen Nebenquest, die wir offenbar verpennt haben. Ja. Ich kann das übrigens nochmal zeigen. Mehr Spieler wäre halt wirklich hier, dass man einfach einen Server stellt hier. Und das halt, ach, so kann man auch eine Story machen. Na gut, aber ist nicht wirklich ein großer Unterschied zwischen das, was wir machen. So müssen, muss halt keiner von den anderen zahlen. Okay, man kann die Story auch im Multiplayer machen. Über das hier. Das wusste ich nicht. Beim vorherigen war es so, dass man dann einfach irgendwelche random Maps hatte. Naja. Eigenschaften fehlt ja auch nur noch der Denker und der Glückspilz. Alter, 25 Glück einfach. Begabt. Gab noch drei auf alles. Um was wollen wir wetten, dass Akaya weint, wenn ich ihm das nicht gebe? Denker, ein Fokus. Was bringt denn Heureka? Das stand dabei, das führt den Fokus bei einem Levelaufstieg auf. Alter. Das ist halt das optimale Ding für irgendwas, was massiv mit dem Fokus durch die Gegend ballert. Das wäre eigentlich für Sunny eigentlich das Wahre gewesen vom Ei. Na gut, wie gesagt, ich würde Oskay mit dem einen Spielstand, den wir haben, noch hier einmal so ein bisschen drüber gucken, eventuell. Man könnte auch noch einen zweiten Run natürlich machen, wo wir durch das andere Ding gehen, statt durch die Kanalisation, ne? Naja, ein Kapitel Aber haben wir schon wenn mal geschafft. Das ist ein Erfolg für den heutigen Abend. Ich schmeiß dich mal aus Parsec raus. Aber ja, das erste Kapitel spannend und anstrengend. An der Stelle kann man dann natürlich sagen, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like später beim YouTube-Video da lassen. Auf Twitch natürlich ein Follow. Und von YouTube sage ich an der Stelle einfach mal ne Ciao. Euch sehe ich beim nächsten Mal wieder.